Ach ja, so, jetzt werden wir hier erstmal ein bisschen Koppel abbauen müssen, liebe Leute. Da müsst ihr euch jetzt dran gewöhnen. Genießt die Musik. Viel dazu erzählen gibt es nicht. Nee, leider. Was wir nochmal ansprechen können, schaut doch mal auf Facebook vorbei. Für die Leute, die vielleicht keinen YouTube-Account haben oder für die Leute, die YouTube und Facebook benutzen, um immer informiert zu sein, welche Videos denn bei uns momentan erscheinen. Ja. Facebook-Verlinkung findet ihr unten in der Videobeschreibung, denn es wäre schön, wenn wir sowas wie facebook.com/jabulp nehmen können. Allerdings liegt das wohl irgendwie daran, weil wir damals so eine Facebook-Fanpage aufgebaut haben, haben wir halt so eine zufällige ID zugewiesen bekommen, weil die keinen direkten Verlinker hat. Deswegen ist das jetzt irgendwie so eine riesige Zahlenkombination aus Schrott. Naja, müssen wir halt durch. Ja, das ist schade, ne? Ja. Wir haben auch schon geguckt, dass wir das irgendwie umändern können, aber... Ja, ich hatte den Namen mal geändert von Jabu LP auf Jabu nur. Deswegen ist jetzt die Facebook-Seite auch nur noch mit Jabu. Man darf nämlich nur einmal den Namen ändern. Ich hatte gehofft, dass sich dadurch auch der Link ändert, hat sich aber nicht. Doof, ne? Ja. Jetzt heißt es mal Jabu, weil ich es nicht mehr ändern darf. Aber naja, es stimmt ja auch. Alles so ein bisschen blöd irgendwie. Aber ich wollte die Page jetzt nicht nochmal neu aufbauen und... Hätte nur wieder Trara gegeben. Dazu ist noch zu sagen, dass wir einen Upload-Plan haben, wo ihr auch immer reinschauen könnt. Der Upload-Plan dient übrigens auch als News-Plan. Also da werden auch unten immer Spiele eingetragen, die wir vielleicht in Zukunft planen, beziehungsweise die wir in Zukunft planen, noch zu spielen. Da findet ihr halt auch alles, was hochgeladen wird. Mit Zeitpunkt, was auch zu, sagen wir mal, 90% stimmt. Wenn nicht irgendwie ein Upload verkackt oder sowas. Das hat man jetzt letztens auch gehabt. Da habe ich irgendwie 2 Tage lang hochladen wollen. Also für 2 Tage hochladen. Und da ist mir einfach nach der ersten Folge für den nächsten Tag Firefox abgestürzt. Carsten, kannst du noch aufheben? Nein. Bist du auch voll? Ja. Boah, was kann ich denn wegwerfen? Ich könnte jetzt Ziegel wegschmeißen, aber dann wird's mich töten. Warte, meine Schaufel ist jetzt eh Schrott. So, tschüss. Ja, dann haben wir eine Wunschliste. Dort könnt ihr eure Wünsche, eure Spielwünsche eintragen. Da ist auch schon sehr, sehr viel eingetragen worden. Auch schon viel Unfug gemacht worden. Ja, Unfug interessiert uns nicht, den machen wir immer wieder rückgängig. Aber was uns interessiert, ist das, was ihr da reinschreibt, was ihr denn gerne von uns noch gespielt haben möchtet. Mhm. Ich verbrate jetzt erstmal die Blöcke hier. Denn da sind auch schon etliche Projekte, ja, übernommen worden, will ich mal sagen. Also ihr habt das da reingeschrieben und wir haben dann die Projekte gestartet. Ich weiß gar nicht, wie viele genau das sind. Ja, aber es sind schon ein paar. Ach, verarsch mich nicht. So. Jetzt einfach nur Koppel oben drauf. Ja. Ja, auf jeden Fall könnt ihr da auch gerne eintragen, wenn ihr neue Spiele habt, die ihr gerne von uns vorgestellt haben möchtet. Wir schauen da regelmäßig rein. Da gibt es auch an der rechten, die rechte Spalte, da ist so eine Tabelle, die nur für uns ist. Im Prinzip reserviert, da tragen wir dann ein, ob uns dieser Vorschlag gefällt, ob wir uns vorstellen können, dass wir das machen oder eben auch nicht. Bei den Projekten, die erschienen sind, ist da auch das Erscheinungsdatum mit eingebaut. Also eingeschrieben. Da könnt ihr also sehen, ob das Projekt schon vielleicht sogar schon beendet ist. Dass ihr da halt ganz viele Sachen hintereinander gucken könnt. Oder ob es dann gerade vielleicht erst angefangen hat. Wie zum Beispiel Ryzen oder Call of Duty Ghosts Multiplayer. Die jetzt gerade erst gestartet sind. Ja, und ansonsten, was findet man noch da unten? Texture-Pack findet ihr hier. Aber ich kann euch sagen, das ist, sieht gut aus, aber ist natürlich scheiße, wenn das Glas nicht einsehbar ist. Ja, ist doch doof. Ich kann uns wunderbar durchgucken durch das Glas.
Das Glas sieht richtig cool aus, aber es ist halt milchig, weißt du? Es sieht so aus wie Milchglas. Okay. So, ich denke mal, die Höhe sollte reichen. Das gucken wir uns dann aber nochmal vom Weiten an. Noch ein höher? Eigentlich ja. So wie ich das hier. Ja. Gerade gemacht hatte. Allerdings ist das jetzt auch noch nicht fix. Okay. Hier hinten fehlt noch. Ja, die ganzen Cobbles gehen dabei drauf, die ich abgebaut habe. Also fast alle. So, das sieht eigentlich schon ein bisschen besser aus, finde ich. Ja, wie ging es denn jetzt hier hoch? So, das wird noch dicht gemacht. Jetzt gucken wir uns das mal gerade vom Weiten an. Ob das schon eher wie eine Kirche dann aussieht. Pass auf, da ist wieder dieses so ein Loch. Ja, ich denke, das geht besser. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir das nicht, das Holz einen weniger machen sollen. Was meinst du? Die oberste Holzreihe wegnehmen und dafür Kobbel rein? Da auch noch Kobbel? Ja, nicht? Ich weiß nicht, wie du das findest. Ja. Ich glaube, das ist zu holzig, ne? Ja. Jetzt haben wir doch mit Stein gearbeitet, ne? Es ist halt Mittelalter, es bleibt nicht aus. Nein! Schade. Das schöne Glas. Na. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Tja. Lol, wenn ich das Glas abbaue, wird's durchsichtig. Lol. Als der, der das Texturenpaket gemacht hat, hatte sehr merkwürdige Ideen. Na super, jetzt glitscht hier immer so ein Holzstück hier rum. Naja. Geht mir gerade ziemlich auf die Eier. So. Jetzt muss ich da erstmal wieder hochkommen hier auf den Scheiß. Nein, das war falsch. Das war beides falsch. Was mache ich denn hier? So. Das Holz schön mitnehmen. Das können wir bestimmt wieder irgendwo gebrauchen. Oh. Boah, ich habe schon gedacht, ich mache jetzt voll den Abgang hier. Ah, jetzt glitscht da bei mir auch einer. Ah, jetzt ist er weg. Oh. So. Einmal die Seiten wechseln da hinten, da will ich aber von der Plattform aus machen. Insofern das geht. Jetzt habe ich da ausversehentlich nur mal mittendrin was abgebaut. Ja, da können wir ja. Ja. Ersetzen. Ja. Da und da. Ist jetzt hier alles? Ne, hier hast du noch nicht gemacht, ne? Ne, weil ich wollte erstmal hier auf die Plattform, weil von da unten kam ich nicht dran. Ja. Warte, du kannst ja wegbauen und ich baue hier dran. So können wir es machen.
So, hier. So. Ah, hier ist dann. Sehr gut. Ach. Ich guck mal, ob das besser aussieht. Ja, ja, definitiv. Das war einfach ein Block zu viel Holz. Was haben wir denn da gemacht? Drin müsste auch noch Holz jetzt rumfliegen. Das dürfte hier falsch sein. Ja, ja. Nicht zu knapp. Nicht zu knapp. So, das muss natürlich auch noch ersetzt werden da. Und hier auch. Ach ja, hier auch. Was haben wir denn da gemacht? Da fehlt ja eine ganze Steinreihe. Wo? Da. Warte, da fehlt auch einer. Jetzt haben wir es aber, ne? Ja. So, um das Dach kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Aber das sieht besser aus. Schön hoch. Mhm. Vielleicht schon mal ein paar Fackeln anbringen. Ja, damit der nichts spawnt. Machen wir erstmal nur so provisorisch, wo genau wir die hinlegen. Können wir ja dann immer noch festmachen. Ja, das sieht besser aus. Ja? Ja. Vielleicht sollten wir die Fenster auch 3 hoch machen. Müssen wir mal gucken. Die Fenster sind doch 3 hoch. Ne, 2. Ach, die da. Mal gucken. Ja, können wir doch machen. Kloppen wir da oben noch eben die Holzleiste raus. Ist doch kein Akt. Kannst du da eben ein bisschen buntes Glas reinhauen und dann ist gut. Dann ist gut. Dann ist gut, ne? Hier ist noch Glas. Da ist noch Glas. Ja, wo ist denn das ganze Glas hin? Ja, das sieht besser aus, definitiv. Ich muss wieder Glas machen. Ja, ja, passt schon. Können wir erstmal so lassen, dann machen wir das dann alles beim nächsten Mal. Sehen wir ja, dass da fehlt, ne? Ja. Gut, liebe Freunde, das war wieder eine lange Aufnahme. Was heißt lange, aber eine Aufnahme Minecraft. Wie immer halt so circa 2 Stunden bei uns. Ja. Eine Woche füllend. Ja, die Kirche nimmt Gestalt an. Müssen gucken, wie wir das dann noch machen. Da hinten wollen wir das ja dann noch so höher machen. Mhm. Und vielleicht auch da noch höher und dann in der Mitte so einen kleinen. Müssen wir schauen. Wir schauen mal, wie wir das mit dem Dach machen. Bedanken uns an dieser Stelle fürs Zuschauen. Und hoffen, dass ihr auch morgen wieder einschaltet, wenn es weitergeht hier bei Let's Play Minecraft das Schloss. Ich guck mir das nochmal von oben an. Von oben müsste das ja auch sichtbar sein. Ja. Von hier oben sieht das so aus, als ob das hier zu dieser Mauer gehören würde. So ein bisschen. Okay. Das ist ja nicht ganz so schlecht. Gut. Ja.
Dann bis morgen. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.